Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 229 von Towns. Ja, letztes Mal kam ja ein Händler, da müssen wir jetzt weitermachen. Gucken, was der uns Schönes bringt. Und wir hatten hier das mit dem Zaun noch ein bisschen beobachtet, was er irgendwie überhaupt nicht will, ne? Weiß ich auch nicht warum. Wo ist er denn? Wo steht er denn? Wahrscheinlich direkt hier hinter der Tür, oder was? Ach so, den haben wir noch gar nicht gesehen, oder? Hä? Lief der nicht, oder war das schon der Vorletzte, der hier vorbeigelaufen ist? Irgendwie war da doch was, oder? Okay, gucken wir mal. Ich sehe jetzt gerade keinen Händler kommen, aber kann ich mich auch vertan haben. Ach, da unten kommt er, alles klar. Dann passt's doch. Oder war das jetzt gerade zurückgespult? Nee, ne? Gut, jetzt ist der Händler auf jeden Fall da. Gucken wir rein. Der hat Rüstung. Gucken wir, was er sonst noch so Schickes hat. So ein paar schicke Hemden hat er hier noch. Naja, ich glaube, da ist rein theoretisch nichts für uns bei. Aber hier mal Boots of Haste, die nehmen wir auf jeden Fall. Und ja, Direct ist schon besser, das ist klar. Goblinet. Weg. Weg. Da weiß ich jetzt gerade nicht, wie gut oder schlecht das ist, die Buchsen. Das ist weg. Aha. Weg. Weg. Das ist das gleiche. Bone kann weg. Weg. 700 erscheint mir viel. 500 kann weg, kann weg. Kann dann auch schon langsam weg. Blue Head Kerchief. Kopftuch. Äh, 800 ist schon viel. 700 ist auch viel. Oh, das ist auch gut. Boah. 1200. 1300. 500 kann weg. 1500. Die können auch weg. Goblinit kann wohl weg. Die auch. Muss nur gucken, dass er genug Geld noch dabei hat, dass er uns das auch abkaufen kann, ne? 500. Weg. Ja, würde ich auch sagen, weg. Goblinit. Weg. Okay, das war schon. So viel Geld hat er nicht mit. Dann machen wir den Tausch auf jeden Fall. Dann haben wir noch ein paar Taler mehr, ne? Gut, schauen wir mal. Weiterlaufen lassen, ne? Genau. Und da ist gerade ein Held gekommen, oder wer? Ja, Terrain Muzedent. Keine Ahnung, wie der richtig ausgesprochen wird. Der ist gekommen. Okay, das wäre so schnell. Ja, lass mal so schnell einfach laufen, oder? Klock, klock, klock geht's immer. Wie sieht's mit Essen aus? Ich sehe ganz viele Brote. Dann wird's wohl so sein, dass das passend ist. 19. Tendenziell neige ich jetzt gerade dazu zu sagen, wir brauchen nur noch 15. Hatten wir nicht noch sowas gemacht, hier runtergesetzt? Ich bin mir da echt nicht sicher, aber... Backen hier und da... Komm, wir machen da mal 5 weniger. Ich glaube, 15 reichen auch, wenn 19 auf Halde liegen. Und... Nee, Mehl wollte ich haben. Und Mehl war hier drin, naja. Machen wir auch mal weniger. Und dann müssen wir bei der Ernte reingucken. Da sind es 6. Ich glaube, da lassen wir mal so. Oder? Ne, machen wir auch nur 5. 5 sollen da sein, dann geht das schon. Happiness ist jetzt bei 11. Ziemlich schwach. Und...
5189 haben wir zurzeit. Mal gucken. Er zahlt gar nicht, ha? Naja, wird schon passen. Da ist zu. Hier sind noch zwei Löcher. Wird also auch weniger. Was macht das hier alles? Okay, ist auch alles vorhanden. Gehen wir tiefer. Gucken wir mal gerade hier rein. Da sind die Laternen noch nicht gebaut worden. Ja. Sollen wir das alles abreißen hier? Weiß ich auch nicht, oder? Steine haben wir ja genug. Machen wir das mal erstmal so. Ach so, das haben wir schon. Dann brauchen wir das nicht machen, sondern gehen hier rechts rein und gucken, dass wir da noch Laternen hinstellen. Jetzt bin ich mir nicht sicher, aber da ist es nicht. Oder ist es doch da? Schwierig zu sehen, ne? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das heißt, da muss er hin. Da liegt ein Stein. Super passend. 2, 3. 1, 2, 3. Steuerungstaste gedrückt, nicht die Shift-Taste. Deswegen hat das so gut geklappt, ne? Und komm, zack. Oh, der hat tatsächlich schon eine Scherze dahingestellt, hab er gesehen. Das ging aber fix. Okay. Ja. Komm, zack. Passt. Sollen sie das alle abbauen? Das richtig ist oder nicht, sagt euch gleich das Licht oder wie war das? Hier müsste auch irgendwo eine hingestellt werden können. Wahrscheinlich liegt da aber wahrscheinlich auch wieder ein Dingens. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das heißt, dort muss die Kerze hin. Sieht so aus, als ob das passt, oder? Oder passend sein könnte, sagen wir es mal so. Ja. Herrlich. Nochmal, weil ich daneben geklickt habe, war auch intelligent. Nee, das ist bei Simotrons mit dem Ziffernblock, dass man das machen kann, ne? Ja, hier müssen wir dann ein bisschen aufpassen, aber das geht bis dahin. Ist gar kein Ding, dass wir das wegkloppen. Hier sieht so aus, als ob es nicht passen würde. Kann das sein? Ne, passt sogar. Dreier. Ja, doch, passt. Gut. Okay, die haben erstmal wieder auch was da zu scheffeln, zu tun. Da laufen noch ein paar durch die Gegend, da kommt schon einer, was macht der? Oder die, weiß ich ja gerade nicht. Baut hier ab, ne? Ja, einen abgebaut und dann geht's wieder hoch, auch schön. Naja, okay, jetzt machen wir unsere Fallen. Da unten ist eine mehr hingekommen, glaube ich. Und sonst etwas mager. Er ist noch da. Und wir haben schon 6700. Er hat uns schon ein bisschen mehr ausgezahlt. Hier unten ist dicht. Jetzt fehlen nur noch hier oben zwei. Auch schön. Kühe waren als letztes. Dann gehen wir da doch mal weiter. Nach den Kühen waren die Schafe. Die waren hier. Dann kamen die Hühner. Dann die Badger, Dachse. Und danach kamen wieder die Schweinchen. Dann Kühe. Und Schafe.
Wunderbar, passt. Wäre schön, wenn da auch noch welche hinkommen, aber ich glaube, das klappt irgendwie nicht. Unlock. 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 Andere Seite auch. Der Zaun ist jetzt nicht mehr vonnöten, aber das wird auch das Problem sein. Das wird auch da stehen bleiben, weil wir ja keinen neuen machen oder so, ne? Höchstens wir bauen das noch. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Vielleicht machen wir hier noch was hin, weiß ich noch nicht. Gut. Getreide wächst und gedeiht auch. Wird auch gerade geerntet, das passt also. Ich denke mal, wir haben auch unsere 15 Brote. Na, 13 sind es, aber es ist annähernd 15. Das passt auch. Und da ist der Händler gegangen und der nächste ist schon gekommen, oder was? Sehen wir natürlich nicht, weil das Spiel ja in Pause gerät und der noch kommen muss. Hat sich hier was getan? Nein. Ich will da mal nochmal reingucken, ne? Ich weiß nicht, warum das nicht geht. Keine Ahnung. Hier sind noch so ein paar Dachspitzen liegen, die da oben keiner hinbauen will, oder was? Auch schön. Oh, das ist ja hier richtig vorangegangen. Da hätte ich ja gar nicht mit gerechnet jetzt, ne? Dann gucken wir mal schnell, dass wir da noch was draufkriegen. Wo waren Dachspitzen? Hier, da und dort. Ja, ich mach das mal so, weil dann weiß ich, das geht dann. Gut, haben wir ausgewählt. Ist schon Händler da? Ja. Gucken wir gerade beim Händler rein. Was macht er hier? Ah, der hat lauter Knochenklamotten dabei. Und sowas ganz Schickes hat er hier auch. Damage 1500, aber... Puh. Die nehmen wir alle. Kerzen sind gut. Die kann er auch haben, ne? Wir sind so frei. Das kann er alles haben. Zack. Und dann kriegt er gleich noch ein paar Knochen. Und dann ist er auch glücklich. Oh, Knochen schon alle. Ach, da sind noch mehrere, ne? Dann soll er die auch alle haben. Gut, dann müssen wir hier ein bisschen wieder abbauen, damit das geht. Passt. Fertig. Laufen lassen. Okay. Dach wird gemacht dann. Dann sind wir da auch schon so weit. Das ist doch prima. Steht irgendwie, ne? Kann das sein? Ach so, ich habe da schon drauf geklickt gehabt vorhin. Gut, okay, das ist soweit. Das passt, das passt. Hier bin ich ja echt am Überlegen, die Piepvögel freizulassen, ne? Release the bird in the cage. Die armen Tiere im Käfig geht ja gar nicht. Gut. Soweit, so gut. Ist hier jetzt was bei dem Fass getan, was ich da ausgewählt hatte? Ach so, da steht eine Werkbank vor und deswegen sieht das so aus. Ich war gerade am Überlegen, wie sieht denn das Fass aus? Aber das ist die Werkbank davor, ne? Oder? Ja, da sieht man's. Da ist so eine Kiste auf der Werkbank, alles klar. Gut, okay. Das ist okay. Wie sieht's unten aus? Haben sie schon da die Gänge gebuddelt? Da bin ich schon einen zu tief, sehe ich gerade. Nein, haben sie noch nicht. Da ist noch alles möglich. Gut, okay, das war's dann halt noch nicht. Ganz nach unten wollte ich noch. Gucken, was hier so los ist.
Ja, das kennen wir schon mit dem Wassereinbruch. Ist nichts Neues. Hier unten läuft noch einer lang. Aber der hat wohl keinen mehr hinter sich, oder doch? Ne. Aber hier unten sind noch ein paar Brecher drin. Okay, da ist schon einiges entdeckt worden. Ist das ein Rundkurs? Ist wahrscheinlich sogar ein Rundkurs, ne? Da kann man auch zur anderen Seite wieder hoch. Passt also. Okay, gut, dann würde ich sagen, war es das für die Runde. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss!